So, wir möchten dieses Video mit einer sehr gefährlichen Geschichte starten, die wir euch und euren Freunden ans Herz legen wollen. Mit ganz viel Schwung die Hand geben, sodass man sich fast den Daumen bricht. Und man guckt immer, wer sich dabei wehtut. Falls man abrutscht, würde man sich den Daumen brechen. Oh, einmal noch. Hey! Ah! Oh, jetzt ist es passiert. Aua! Ich hab das Schweißbändel gewonnen. Ist das dein Ernst? Geh doch auf, kannst du dir einfach deine eigene Instagram-Abstimmung. Mann, ich hasse Bohren, Alter. Es ist der schlimmste Scheißdreck auf der Welt. Geht's? Nee. Guck dir, ey, ohne Scheiß. Ich bin heute dein Daumen. Wieso fangen wir denn auch so an? Ich auch nicht. Mach das doch bitte zu Hause auch mal. So, zurück zum eigentlichen Thema. Wir bauen heute Garderoben. Also Brian hauptsächlich. Hier vorne, wir haben mehrere Sachen vor. Dieser Flur war immer eine absolute Katastrophe. Hier wurde alles gelagert, was so hier in der WG oder im Klimastand übrig war. Das ändern wir heute. Wir haben mehrere Geschichten. Part 1. Hier vorne kommt eine Stange raus und dann zeigen wir euch die allergeilsten Hanghaken, oder wie das heißt. Hier kommt so ein Baumstamm rein und in den Baumstamm sägen wir kleine Schlitze, damit wir die Skateboards reinpacken können. Part 3. Hier haben wir eine alternative Technologie entwickelt, um Kleider einfach sehr effektiv an die Wand zu hängen. Und an dieser Seite hier... Ich weiß nicht, ob dein Haken hält. Mein Haken hält. Erkennt ihr das wieder? Was ist das? Weißt du, woran ich den wiedererkenne? Weil du das Werkstück verlassen hast? ja, das ist Finn. Man sieht, er hat... Von Werkstück runtergeschweißt. Ja, so, und das andere Werkstück von Brian kommt hier an die Wand. Fes normaler Kleiderschrank stand hier vorne und alle haben immer gedacht, das wäre so ein Fundus aus dem Theater. Da war so pinke Frottee-Sachen dran, waren ganz, mit ganz vielen Zotteln und so alternative Jackenkonstruktionen und so. Das ist alles weg, picobello sauber und jetzt machen wir das Fee... ihren Frottee-Mantel hier vorne sauber anhängen kann. Auf zur Station 1. Alter, es ist ja hier... Oh nein. Habt ihr die richtigen Dübel? Ja, was brauchst du für Dübel? Ein Wanddübel, der eine Wand ist? Wir machen von der anderen Seite ein Loch und einer kann gegenkontern. Oh Gott, das ist einfach nur eine Holzwand, Alter. Hier Scheiße. Ist doch auch schon eine Garderobe. Warum nehmen wir nicht die? Komm wieder raus aus dem Keller, Finn. Das wird auf jeden Fall schon mal scheiße. Okay, komm, erstmal Schrott suchen, Platte suchen. Hast du da irgendwas Verzinktes wieder genommen? Ja. Oh, das brezelt so schön. Komm, das Einzige, was du da findest, ist Tetanus. Jetzt komm raus da. Ja, okay, dann nehmen wir den anderen Kram. Nehmen wir das Ding jetzt, ja? Ja, den und den anderen. Das ist zu kurz. Für was denn? Jetzt häng mal hier richtig Schmackes dran. Das Ding geht so. So hängt es von der Wand ab. Ich habe so eine komische Jacke mit so einem Fell, die wiegt 4 Kilo. Das hier ist die Minimum-Tiefe, die wir für die Rückseite brauchen. Okay, davon haben wir auch zwei. Ja, Minimum. Vielleicht haben wir noch längere. Guck mal, hier ist ein Monsterarm dran. Der drückt jetzt hier drauf. Jetzt wird sich dieses Teil so mit nach unten verbiegen. Ne? Die sind geil. Guck mal. Da wird's doch besser. Aua. Alter. Das ist super. So, jetzt bin ich immer noch Gewicht, ziehe runter. Aber hier unten liegt er jetzt ja viel doller auf. Jetzt kann ich bin wieder Gewicht, nichts mehr tun. Ich habe noch nie eine Garderobe mit so einem Moped daran gesehen. Ja, du hast auch noch nie eine Garderobe gemacht. Als allererstes? Doch, habe ich. Als allererstes. Ich habe schon mal eine gemacht. Ja, die geschweißt? Ja. Ja, da hast du verloren. Ich habe das Schweißbattle gewonnen, Brian. Hey, Finn. Alter, jetzt geht's schon wieder los. Ist das dein Ernst? Du willst mich echt verarschen. Ne? Nein, du hast natürlich nicht. Geh doch auf die... Kannst du lesen? Alter, das ist doof. Guck doch mal durch die Kommentare. Kannst du dir einfach... Deine eigene Instagram-Abstimmung hast du verkackt. Ja, weil die Leute gegen mich sind. Ja. Ist doch immer so, die Nummer 1 wird gehasst. Michael Phelps wird gehasst. Klar. Ist ja klar. Klar, der hat auch noch gedopt, aber... Das hat bei uns ja keiner. 1 Meter Mittelmaß brauchen wir. Ja, ich würde jetzt erst einmal biegen und dann den Meter messen, Finn. Erstmal einfach biegen. Das ist total dumm. Stopp, noch nein, nicht. Nein, ich biege. Also, und dann messe ich den Meter. Die Jacke, pass mal auf, die Jacke hängt so. Wenn sie jetzt steif hängt, ist eine Jacke von einem breiten Schultermann 60 cm breit. Das bedeutet, es muss 30 von der Wand weg sein. Das heißt, wir nehmen, ja. Ja, danke. Ja, du hast nichts gemessen, du hast Glück gehabt gerade. Ich habe nicht Glück gehabt. Am besten wäre eigentlich, wir hätten ein anderes Rohr, was über dieses Rohr passen würde, dann könnten wir es perfekt biegen. Ja, hier. Archimedes lässt grüßen. Es ist der Hebel. Ich dachte, es geht leichter. Jo. Guck mal, jetzt haben wir nämlich in dem Biegeradius auch noch wieder ein paar Zentimeter verloren, was uns auf eine Tiefe von exakt 30 cm bringt. Ja. Oh, guck mal hier. Jetzt pass auf, wenn das jetzt auch wieder 30 sind. Aua! Alter. War der ziemlich nach da, Mann? Ja, oh! Zieh! Ja, stopp! Wie geschmiert. What you see ist gerade. Leg mal auf, wie schief der ist. Gar nicht, Alter. Wie krass sind wir denn, ey? Oh. Warte, stopp!
Perfekt! War nochmal. So, jetzt die Jünger hier ran. Bratmaschine an. Wir haben euch doch mal gezeigt, dass man aufpassen muss mit. Ich glaube, mit Bohrern war das, ne? So, ich fühle mich jetzt gerade wieder wie Haukes Handschuh, fühle ich mich gerade. Meinst du, das ist schlimm? Hörst du das noch? Wollen wir erst Löcher bohren eigentlich? Für ein Schraubbattle? Ja. Und? Go. Ich hab mal richtig angehört. Mann, ich hasse Bohren, Alter. Es ist der schlimmste Scheiß. Ja, hier, komm, du kannst das echt besser, Alter. Zeig mal, was du drauf hast. Finde, ich drück auf einen Knopf. So, wenn man jetzt einen größeren Bohrer nimmt, können wir es gleich absenken. Richtig. Dann kann man nämlich die Schraube da rein versenken und dann ist es arschglatt. Ungefähr. Oh, ich hasse das Geräusch, mach das nicht nochmal. Kratz das da rein, kratz das bitte da rein. Ja, mit den Finnen. Hier. Oh, ich kann diese ganze so halbleeren Filzmarker oder nur Holz auf Metall, Stift oder so. Kannst du mal aufhören, das die ganze Zeit umzulegen? Ich mache mir hier gerade die Differenz. Hör auf. Das war ich. Also, ups. Hä? Ist das hier auch ausrichten? Ein bisschen? Mach du mal. Das ist aber schon ein Espresso, oder nicht? Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Das kenne ich. Und dann bin ich lange nicht wiedergekommen. So, jetzt wo die Garderobe steht, brauchen wir noch so Haken. So, wie heißt das jetzt Garderobe? Kleiderbügelständer. Welcome to our source for chairs. Und jetzt ist die tolle Idee. Du nimmst jetzt einen Stuhl, machst hier einfach die Kante ab, hier oben Haken rein und dann kannst du deine Jacke darüber hängen. Das sieht, glaube ich, geil aus. Und wie viel machen wir? 5? Ja. Gleich gucken wir mal, wem gekündigt wird. Wir haben nur 5 Stühle und wir haben 6 Mitarbeiter hier vor Ort. Oder einer hat halt keine Jacke. Geht auch. Wenn sich jemand bereit erklärt, immer im Pullover rumzulaufen, kann er bleiben. Oh. Ist auch Reise von Jerusalem. Reise von Jerusalem. Ich sitze hier und du legst hinten die Lehne durch. Okay. Und jetzt hat man auch immer noch einen Hocker. Ja. So, jetzt nehmt ihr euch dieses Heckstück hier hinten. Jetzt kommt der Haken rein. Kurz vorbohren, weil sonst platzt uns das Holz. Fertig ist der Kleiderbügel. Haken. Hier ist der Stuhl zu dünn, jetzt können wir keinen Haken reinmachen. Jetzt klatschen wir was vor. Ist auch vielleicht egal. Muss ich ins Video. Danke. So, guck hier an. Es sieht nicht so gut aus. Wir können den Stuhl gleich noch schwarz lackieren. Das ist dein Plan? Ja, er muss da irgendwie rein, der Haken. Und das Ding ist zu dünn. Dann würde ich dann lieber so schräg reinbauen. Wir lackieren das gleich schwarz. Was? Findet ihr es sehr doof? Ja, was soll das sein? Das wirklich jetzt? Alter, das sieht aus wie Kacke. Was würdest du dir zu Hause an die Garderobe hängen? So musst du denken. Kacke. Warte, ich habe die Idee. Aha, okay, das ist klug. Stopp, was machst du? Weißt du, wohin du den hättest hinbiegen müssen? Hä? Ja, genau. So. Hängt doch. Richtig, du hast recht. Brian, gute Arbeit. Danke. So, jetzt hier Montage. Hochzeit, wie man auch so schön sagt. Hier muss jetzt ein richtiger Döner durch, ne? Apropos Döner. Wir gehen jetzt hier durch die Wand. Das Problem ist, dahinter ist Holz. Wir brauchen eine lange Schraube und wir müssen es von hinten kontern, sonst fällt das einfach wieder runter. Am besten wäre, wenn wir das Ganze verbinden. Ich würde die einzelnen Stücke und dann nochmal eine rüber machen. Das ist doof. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, dass du gar nicht so richtig da bist. Und dann zwischendurch kommst du mal wieder. Es ist wie so ein Büro, was so verlassen ist. Und danach, ich spreche mit dir, Autopilot ist aktiviert. Da wird die ganze Zeit so die Maschine gefahren, ein bisschen was gebohrt, ein bisschen was geschweißt. Ich stelle eine Frage, der Autopilot antwortet und so. Auf einmal kommt so ein Typ so nach dem Kacken mit der Zeitung wieder zurück in dein Hirnbüro. Ne? Sieht so, oh fuck, da ist was los. Zeitung weg, wieder hinsetzen. Und dann kommt so, Self-Control, ich übernehme. Und dann so, Also, ja. Genau das hat mein alter Chef auch gesagt. Ja. Also es soll keiner gegenrennen, aber auch jeder rankommen. 1,17 Meter. Da läuft jeder gegen. Ich habe mich verrechnet. Wie groß bist du denn? Ja, größer. Okay, aber du kannst auch ruhig gegenrennen. Ich glaube, es ist super, oder? Ist es gerade? Jo. Ist eigentlich auch gut, wenn man eine Holzwand hat, ne? Ist zwar gar nicht stabil. Der, da war, glaube ich, ein Balken. Ja, das hat man fühlt sich gut gespürt. Lass mal gucken, wo die rauskommen. Und das dreh mal raus und wieder rein. Na gut.
Jo! Richtig geil. Okay, und die oberen sind irgendwie alle weg. Ach da, ich sehe sie. Ach fuck. Wenn du das darin anschrägst, dann bist du genau am Türrahmen. Dann nehme ich nochmal ganz raus und mach nochmal schräg rein. Ja, genau. Wenn du das hinkriegst, bist du ein richtiger Weltstar. Oh, nicht so Druck finden. Hä, bist du irgendwo drin? Ja. Geil, du bist richtig im Rahmen. Weltstar. Weltstar. Nee, nee, nee. Geil, das ist richtig fest. Da kannst du wirklich vielleicht sogar einen Klimmzug dran machen. Ich vielleicht nicht. Okay, so, guck mal hier. Das sieht sehr gut aus. Richtig gut. Und so bauen sie schnell eine eigene Garderobe in ihren eigenen Stil. Fertig. Als nächstes kommt hier ein Baumstamm hin, damit wir unsere ganzen Skateboards aufhängen können. Wir nehmen jetzt einen fetten Baumstamm, machen Schlitze rein, hängen die auf. Genau. Hast du eigentlich einen Kettensägenschein? Ja. Du auch, ne? Ja. Mein Vater hat mir den mal gesponsert, damit ich ihm helfe. Aber ich hatte zu tun. Jetzt wollen wir hier die Dinger reinpacken. Ja, also so ein bisschen so, ne? Ich glaube, der Stamm ist nicht breit genug. Ja, lass doch mal, mach ja, das probieren. So, hier ist der erste. Das hält. Mach mal ein bisschen breiter, dann kann man es ein bisschen geiler reinpacken. Soll ich das so halten auch? Nee, lieber nicht. Nun kommt das Moped in die Werkstatt. Wir wollen es ja, also ich würde es so weit wie möglich ranmachen, damit es nicht so weit im Raum steht. Aha. Hast aber viel eingeflext. Hier kannst du jetzt mal wieder richtig eine schöne Schweißnaht reinhauen. Ja, geil. So, jetzt brauchen wir hinten noch zwei Löcher. Aufhin nicht so. Was schlägst du mich denn? Oh, fuck! Ja! Oh! Warum schlägst du mich? Ah! An die Ohren! Ah! Und jetzt, oh. Alter, ohne Scheiß, ich hab voll in das Geschweißte reingepackt. Ich bin so dumm, Alter. Oh, es riecht doch voll nach Hähnchen. Heute bin ich richtig auf Selbstzerstörungsmodus, ey. Abstand passt, genau. Montage, wa? Montage. Ich glaube, wir brauchen unten echt nicht, der steht fest. Das ja, gucken wir mal. Wenn nicht, hast du halt verloren. Also, dann müsst ihr richtig fette Mopeds nehmen, um oben den Kopf reinzudrehen. Das ist nämlich genau wie beim Brett auch. In die Stirnseite bohrt man eigentlich nicht rein, weil da hält das alles nicht. Die Fasern, es ist eine Zellulosefaserbrein und die läuft so bei Holz. Ne? Ja, so. Wie beim Papier. Und hier oben, also wenn du da so reinschraubst, dann schrauben wir hier so zwischen die Dinger, als wenn du in deinen Wadenmuskel reinschraubst, der hält auch so, der ist so länglich. Dann schraubst du hier so rein, dann hält das, weil das, die Fasern nach oben laufen. Wenn du oben reinschraubst, dann hören die Fasern da ja so auf. Wenn du jetzt hier eine Schraube reindrehst, so, meine Nase kann es nicht halten wollen. Stehst du? Also eigentlich nicht in die Stirnseite reinschrauben. Das, was wir jetzt tun, ist nicht klug, aber es geht nicht anders. Mhm. Der wird abhauen unten. Lass es doch einfach mal machen. Und gucken. Haben wir oben aus einer Treppe rausgeschraubt? Nee. Hier. Hau nochmal gegen. Hier ist nichts. Hier. Hier? Nee, eher so hier. Alter, ich kann's nicht einschätzen. Okay. Es hält doch nichts. Ist doch geil. Es hält doch nichts. Mhm. Ganz easy, ich glaube, wenn ich euch was empfehlen darf, ne? Dann hätte ich Birke genommen an eurer Stelle. Franzi hat mal gesagt, Birke ist die Königin der Bäume. Und das finde ich stimmt. Bitte? Ja. Also wir sind hier im Klimastand viele Leute. Jetzt machen wir hier nochmal so, guck mal, so Kellen ran. Das sieht auch geil aus. Und da können Leute einfach immer so eine Jacke oder so drüber schmeißen. Guck hier, ich kann die Wand wenn dann mit einreißen. Geil, oder? Findest du richtig gut? Ja. Findest du richtig gut? Guck mal, wie fest die sind. Das ist echt einfach. Das ist nur aus Müll gebaut, Alter. Müll, Müllstock, ein paar alte Müllstühle, Müllbaum und dann hier so ein paar. Den Kram findet man echt auf Schrottplätzen oder man fragt seinen Maurer seines Vertrauens. Ja, die liegen überall rum. Geh bei Opa in der Kiste plündern. Geil. Fertig. Jetzt hauen wir noch mal ganz kurz unsere Scheißdinger da an die Wand und dann hängen wir auf. Wie ist das? Wir nehmen auf jeden Fall eins von diesen Löchern hier. Komm. Klasse. Aua. Oh. Nicht entgratet hier. Ui, das ist deiner, Kollege. Ich war auf dem Schweißbattle kein Entgratbattle, oder? So wie du gerade meintest, ich geht ja nicht um Entgraten. Was bei mir, sie meinte, der Haken ist fest. Ja, aber er ist schief. Ja. Ja, das ist dann falsch. Das Werkstück schief rangeschweißt oder das Werkstück danach nicht entgratet. Das sind ja... Wie dem auch sei. Ich bin der Gewinner. Gewonnen. Alter, es ist so frech, dass du das sagst. Es ist so krass bewiesen. Ja, wir haben ja gesagt, wir lassen die Community entscheiden. Ne? Okay. So, wir sind fertig. Geil, Alter. Wie viele Garderoben haben wir heute angebaut, ey? Zwei.
Ja, richtig. Mega geil. Komm, wir räumen auf und dann drapieren wir. Was für eine Garderobe. Ist wirklich schön, ne? Ja. Guck mal, jetzt hier, die ganze Kellengeschichte ist richtig heiß. Die Skateboardkiste ist mega billig für euch nachzubauen. Hier ist übrigens Platz für Gastskateboards. Also wenn du mal nach Rüspel rollen willst, bist du herzlich eingeladen. Die sind leider fürs Team reserviert, aber wir haben ja hier auch noch so einen Haken. Da, guck hier. Geil, Mann. Das war, wie man eine Garderobe baut. Fluppenfreddys Fanpost. Hallo, hier ist wieder euer Fluppenfreddy. Ich habe diesmal einen Kommentar von Jan Bla. Er schreibt, seit ich die Klimans-Videos gucke, traue ich mich selber was zu machen. Nun hatte ich gestern eine Axt im Fuß, aber das Wichtigste ist immer eine Lehre daraus zu ziehen. Also merkt euch, Crocs sind keine Sicherheitsschuhe. Lieber Jan, ich kann dir sagen, Fans sind auch nicht so richtig geil. Und hier haben wir jetzt noch ein kleines Video für euch, zum Beispiel, wie man diesen Scheißhaufen geschweißt hat. Und darunter ist noch ein kleines Video. Was könnte denn noch dazu passen? Und wenn ihr hier klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Es geht mir schwer über die Lippen, weil ich sonst nicht frage. Wäre aber schön, wenn ihr es macht.